So, servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daily Shit. Daily Shit! Ja! Was ist los, halt? Was ist? Was? Ich schreib dir auf, was ich sagen wollte, das kann ich nicht im Internet sagen. Wir haben jetzt einfach 700 Wörter in der Sekunde reingehauen. Okay, das hättest du wirklich nicht sagen dürfen im Internet. Aber auf keinen Fall. Wir haben ein Thema von einem Abonnenten eingesendet bekommen. Und zwar der liebe Kollege hat leider das Problem, dass er in seinem Dorf, in seinem Ort... Lies doch die Frage einfach vor. Ja, ich lese es jetzt nicht vor. Das ist ja voll los. Der lange Text. Ja, lies es vor. Oh Mann, ey. Das er hat sich auch Mühe gegeben, uns zu schreiben. Sowas muss man auch würdigen. Ja, aber das ist ultra langer Text. Warte mal, da muss ich den mal suchen. Wann war denn das? Der hat uns doch hier auf YouTube geschrieben. Ich wollte eigentlich nur die Story erzählen jetzt hier. Jetzt habe ich ihn aus dem Konzept gebracht. Ja, vollkommen aus dem Konzept. Jetzt musst du die Wartezeiten mit irgendwas überbrücken. Ja. Ich muss die Wartezeiten überbrücken. Ja, okay. Also, wir fangen an. Er schreibt, Jo Basti, ich habe ein kleines Problem. Oder ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem, schreibt er. Das denke ich viele kennen, weil es halt bei meinem Freundeskreis auch so ist. Okay, Punkt. Also, bei uns in der Schule gibt es nicht wirklich viele gute Weiber. Pech für dich. Und irgendwie ist generell so der Kontakt im sozialen Umfeld nicht so krass, was darin endet, dass keiner der Jungs aus meiner Klasse bisher eine Freundin hatte. Wie viele Leute sind in der Klasse, ist die Frage. Vier? Vier Leute in der Klasse? Was ist das für eine Klasse? Baumschule oder was, Alter? Schreibt er doch nicht. er schreibt, oh nein, wir sind jetzt nicht die totalen Heywans, aber... Die was? Heywans. Heywans! Das heißt doch Tiere, oder? Aber irgendwie ist halt nichts los. An uns liegt's nicht. Wir waren letztens auf einem Handballturnier, wo auch eine Disco war. Und dann ging's dann auch in der Disco, aber wir konnten halt schlecht was mit den Mädels machen, weil die Disco rappelvoll war und wir halt mit Tränen unterwegs waren. Trainern, nicht Tränen. Deswegen, wir sind 15 und irgendwie ist halt nichts los. Wird das Ganze mit 16 besser? Und mit den Kursen müsste man ja auch mehr Kontakte kriegen. In der Oberstufe gibt's ja keine Klassen mehr. Aber irgendwie so, okay, also ein Satzbau muss noch ein bisschen arbeiten, aber irgendwie, Doppelpunkt, so viele gute Weiber gibt's nicht. Wie kriegen wir also Kontakt zu Weibern außerhalb der Schule? Und nein, Busfahren zieht leider nicht. Hä? Ich weiß auch nicht, was der Busfahren zieht der nicht. Bus damit zu tun hat. Aber gut. Eigentlich ist es ja eine ernste Frage, weil, Du wolltest sagen, der tut mir leid, ja. Ja, wenn da, was weiß ich, 30 Leute in der Klasse sind und noch keiner eine Freundin hatte, was ist da los mit 15? Ei. Ohne Scheiß, mit 15 habe ich schon drei. Nein, ich sag's nicht. Doch. Drei was? Nee. Doch. Sorry. Ja. Nee, jetzt mal zurück zum Thema. Also. Aha. Ja, aber was ich mir jetzt irgendwie gar nicht so vorstellen kann, dass in deiner Klasse oder in der Parallelklasse oder in der ganzen Schule keine Frauen sind. Das gibt's ja eigentlich gar nicht, außer du bist auf einem reinen Männerinternat. Das wird sein. Das hast du gar nicht erwähnt, du bist auf einem reinen Männerinternat. Ha! Ja, dann wird's schwierig, wenn du nicht auf Männer stehst. Eine zu finden. Da kannst auch gleich in den Knast. Also das ist, ist halt nicht so toll, ne? Aber gut, nein, jetzt mal wirklich mal Spaß beiseite. Das ist auch nicht ein Thema, wo ich sagen muss, es ist nicht ganz so einfach, weil du musst halt schauen, dass du wirklich Kontakt außerhalb bekommst. Also schau, dass du auf Partys kommst, auf Hauspartys, auf Facebook-Partys, die irgendwelche öffentlichen Einladungen sind. Und ganz ehrlich, was hat das mit dem Bus zu tun? Das will ich wirklich gerne mal wissen. Was hat das mit zur Hölle mit dem Bus zu tun? Du musst doch mal raus aus deinem Kaff oder wo auch immer du herkommst. Oder? Wenn du 15 bist, dann geht's doch nächstes Jahr schon ab mit Roller und so. Da fängt doch erstmal das richtige Leben an, sag ich mal. Da kannst du hier richtig einen auf die Kacke hauen. Also ich muss sagen, vielleicht, ja, es ist schwierig, da aus der Vergangenheit immer irgendeinen Schmank zu erzählen, weil ich muss sagen, bei mir hat's alles in der Schule angefangen, dass ich Kontakt mit Mädchen hatte und meine ersten Erfahrungen gesammelt habe. Und sei es jetzt, wenn auch keine bei dir in der Klasse dabei ist, was...
Du wirst ja nicht in der Pause in dein Klassenzimmer eingesperrt, also du wirst ja auch irgendwo in dem Pausenhof sein oder was weiß ich, oder auf irgendwelchen Schulveranstaltungen, Sommerfest. Ja. Da ist doch eigentlich immer was geboten, also gerade im Sommer, ich weiß ja nicht, selbst ich komme auch aus einem Kaff, ne? Das muss man auch mal sagen. Und ja, trotzdem, der kommt wirklich aus dem Kaff, Alter. Und trotzdem war da eigentlich immer was, weil auf die Schule geht ja nicht nur das Dorf, sondern halt auch wesentlich andere Dörfer, oder Dörfer im umliegenden Kreis. Ja. Und ja, nochmal zu der Passage mit der Disco, also es ist ja was los. Und wenn ihr da auf dieser Disco oder in dieser Disco wart, liegt es dann eher dran, dass du schüchtern bist oder... soll jetzt nicht blöd rüberkommen, ich bin jetzt auch nicht der Krasse, der hier zu allen Frauen hingeht und die voll labert, wenn ich da Bock drauf hab. Außer ich habe eine halbe Flasche Wodka-Intus vielleicht. Aber so eine Disco ist doch eigentlich ideal. Ich meine, wenn du jetzt nicht der totale Bewegungslegastheniker bist, kannst du dich ja ein bisschen an die Gute rantanzen und dann merkst du ja schon, ob sie überhaupt Interesse an dem Ganzen hat. Und so ein Trainer oder was als Aufpasser sollte jetzt kein, wie sag's mir? Hindernis sein. Gerne. Genau, sollte jetzt kein Hindernis sein, denn dann krallst du dir die Alte und gehst einfach raus und, ja. Gott, was will er denn sagen? Du darfst nicht mit diesem Mädchen sprechen. Ja. Das ist verboten bei uns im Männerinternat. Du musst deinen Handball deines Nachbarn anfassen, deine eigenen Handbälle. Das ist das Einzigste, was du in die Finger bekommen darfst. Ja, ne? Aber jetzt mal Spaß beiseite, wenn du in der Disco bist, wo du sagst, da waren ein Haufen Frauen, aber es war zu voll, also zu voll gibt's ja gar nicht. Umso voller, umso besser, aber umso leichter kommt man irgendwie ins Gespräch. Und wenn kann du man schon, leichter Ärsche berühren. Wenn du schon der Tussi fast auf dem Schoß sitzt, weil es so eng ist, dann sagst du halt einfach mal Servus. Servus, ja hallo, ich bin aus Versehen auf deinen Schoß gefallen. Sagst du, ey, Servus und hallo, ich bin's wieder, euer Stufi. Servus und hallo, ich bin's wieder, euer Stufi, und ich bin jetzt heute hier auf deinem Schoß gelandet. Heute mache ich ein Video, wie ich auf deinem Schoß sitze. Was hältst du davon? Lass mal stecken, ne? Nee, aber jetzt mal, wie gesagt, wir machen das jetzt alles irgendwie ein bisschen witzig hier. Es soll jetzt auch nicht als Verarsche oder so für dich rüberkommen, aber es ist schon schwierig. Also ich meine, natürlich kann man schüchtern sein, das ist ja auch... Ist ja auch nichts Schlimmes oder Sonstiges. Aber dann sollte man jetzt nicht den Grund daran suchen, dass auf der Schule nur hässliche Mädels sind. Also, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist das Einzige. Ja. Ansonsten, du musst halt wirklich schauen, auch wenn Busfahren keine Option für dich ist, dann hast du ja bestimmt irgendwelche Freunde oder Bekannte, Eltern, sonst irgendwer, der dich vielleicht mal irgendwo anders hinfahren kann. Dann geh doch einfach mal in die nächstgrößere Stadt. Abends mal einen Cocktail trinken oder ein Bierchen oder einfach durch die City laufen, jetzt im Sommer, sind bei Sommerferien. Versuch mal zu gucken, ob es Freizeitclubs bei dir in der Nähe gibt, wo du, sag ich mal, dich anmelden kannst für deine Sommerferien, dass du da mal über längere Zeit wegfährst. Frag doch mal deine Kumpels, was die so machen. Also wenn deine Kumpels eh noch keine Freundinnen haben, dann müsst ihr euch halt mal zusammenraufen und mal selber was organisieren. Also wir haben zum Beispiel auch mal sowas gemacht am Dorf, da hat der Bauer halt ein Feld gehabt, dann haben wir auf dem Feld gezeltet alle zusammen und haben halt einfach aus allen Dörfern Leute zusammengeholt, ne? Da ging dann auch immer was. Also von dem her, macht halt sowas mal. Also kam bei uns auch immer ganz gut an. Ja, es ist... Bei uns gab es zum Beispiel früher mal so Kirchweih, Kerwa, Volksfest, wie man da halt auch immer Kirmes, gibt es ja zig Begriffe, wie man da in Deutschland sagt. Bei uns ist es halt in Franken die Kerwa. Und da gehst du ja mit 15, das ist doch die ideale Zeit, 15, 16 da hinzugehen. Da kannst du hier schon ein paar Maß reinknallen. Maß Bier, also nicht den Schokoriegel. Maß? Knall dir ein paar Maß und Twix zur Abwechslung rein. Genau. Das wird dir sicherlich helfen. Ja, dann wirst du doch lockerer und also, wenn du da keine abkriegst, ne, da kannst du dir die Mädels ja auch schön saufen. Also. Das wäre aber wirklich die letzte Option. Ja, wir wollen jetzt hier niemanden zum Saufen irgendwie verleiten, aber. Nee. Ich meine, sagt ja keiner was dagegen, wenn man ein Maß trinkt, ne?
Ja, wir wissen doch selber, was... Bist du ein bisschen lockerer, kannst ein bisschen lockerer auf die Mädels zugehen. Wir wissen doch selber, was letztes Jahr auf der Altenberger Kerber war, Mr. Ja, war geil. Stufi. Aber da haben wir ungefähr jeder 2,5 Maß, dann noch ein paar Schnäpse und das war dann schon ein bisschen was anderes, ne? Ja, okay, war witzig. Aber es ist doch dann, dann gehst du automatisch in die Bar und da bist du ja auch ein bisschen redseliger, sag ich mal, und fängst an mit Leuten, die neben dir stehen, auf ihren Drink warten, ein bisschen an zu schwätzen und dann hat halt irgendjemand, du musst dir eins merken, eins ist ganz, ganz wichtig, dass du dir auch die Mädels, die jetzt kommt. Die Mädels, die bei euch in der Schule sind. Die Mädels, die bei euch in der Schule sind, also mitgeschrieben? Genau. Dürft ihr nicht vergraulen oder... Dürft ihr nicht vergraulen, ja. ...verärgern, denn diese Mädchen... Diese Mädchen, ja. ...haben meistens irgendwann mal eine schöne Freundin. Yay! Die ihr dann vielleicht doch kennenlernen wollt und wenn ihr schon von vornherein den Arschlochcharakter bei denen oder den Arschlochstempel bei den Freundinnen sozusagen habt, dann... wird es euch auch in Zukunft sehr, sehr schwer fallen. Das ist schlecht. Richtig. Aber gut, das ist halt so eine Sache, wie du richtig sagst, warm halten. Ne? Das ist halt einfach sowas. Man muss ja die nicht gleich heiraten. Das ist ja auch ein Thema hier. Das kann auch nur nach hinten losgehen. Und wie gesagt, es gibt so viele, wie dieser blöde Spruch heißt hier so von wegen, es gibt so viele Fische im Meer. Ey, sorry, schreib... Jeder Topf findet seinen Deckel. Ja, richtig, ja. Ansonsten finden sich halt zwei Töpfe, ne? Wenn wir schon wieder beim Männerinternat sind, ne? Dann könnt ihr wegen Topfschlagen üben, ne? Ja. Mr. und Mrs. Hier, Mr. und Mr. Ja, und hiermit erkläre ich Ihnen sie zu Mr. und Mr. Nee, also ist ja nicht so, dass ich was gegen Schwule habe oder so, aber wie gesagt, überlegst vielleicht mal, ist es auch eine Option für dich. Nein, doch. Komm, wir dürfen nicht auf den Jungen rumhacken. Ist eine gute Frage eigentlich, nur du musst uns irgendwo verstehen, ist halt schwierig, da was dazu zu sagen. Ich bin überzeugt, wenn ich zu dir ins Dorf kommen würde, würde ich pauschal 3, 4 finden, wo ich sagen würde, komm, stell dich nicht so an. Die würden schon gehen. Du musst ja nicht gleich heiraten oder sonst irgendwas. Also, weiß ich nicht. Stell dich nicht so an hier. Damals bei uns, wie gesagt, gab's halt auch nicht die hübschesten Mädels auf der ganzen Welt. Und trotzdem hat man immer seinen Spaß gehabt. Und dann, ihr müsst ja erstmal mit Mädels in Kontakt kommen. Und dann könnt ihr ja auch so Sachen machen wie Zelten. Boah, was man alles so macht auf irgendwelchen Zelt-Freizeiten. Das ist doch wie bei Call of Duty, du fängst doch auch nicht an beim neuen Call of Duty und hast sofort eine 3er-KD, sondern du musst halt auch mal üben. Und dann übst du halt an schlechten Gegnern. Ist ja so. Oder fängst bei Bots an. Ist ja so. Kannst auch mit deiner Schwester üben. Also, knutschen vielleicht, ich weiß ja auch nicht. Nein, Mann, Oder mit deiner Cousine. Auch nicht. Ich weiß ja nicht, was bei euch daheim abgeht, ey. Nee, also du nee. Kannst uns ja gerne, das sage ich jetzt nichts dazu. Ja, du kannst bei uns dir ja so gerne nochmal schreiben, wenn du das Video jetzt gesehen hast und uns vielleicht noch ein paar Infos geben, wie das dann genauso ausschaut, warum dir die Busfahrerin nicht gefällt oder der Busfahrer oder ja. Was da der Hintergrund ist zu so einem Einwurf. Busfahrer, ja. Warum ist Busfahren keine Option? Das verstehe ich nicht. Ein Hoch auf unserem Busfahrer. Ja, das ist, keine Ahnung, ich verstehe es auch nicht. Aber gut, das ist halt so eine Sache, das werden wir wahrscheinlich nicht verstehen. Vielleicht ist es auch ein Insider unter Jugendlichen. So von wegen, die Busfahrerin ist keine, Busfahren ist keine Option. so, Busfahren ist keine Option heißt so viel wie, ey Alter, ich fahr nicht weg oder was weiß ich. Ich weiß auch nicht, was die Jugendsprache heißt. Vielleicht heißt es das ja. Busfahren zieht leider nicht, hat er geschrieben. Achso. Zieht leider nicht. Vielleicht wollte er ja zu irgendeiner Tussi sagen, ey, lass uns Bus fahren. Sie sagt, ey, die Masche zieht bei mir nicht. Ich habe meinen eigenen Bus, willst du mal mitfahren? Wo wir wieder beim Thema Bus sind, ne, hier. Ja. Nee, schreib uns doch einfach nochmal ein paar Infos dazu.
Es ist halt schwierig, jetzt da groß was darauf zu sagen. Wenn du noch irgendwie spezielle Fragen hast, du hast, glaube ich, noch eine Frage geschrieben, die behandeln wir dann wann anders. Mhm. Mit auf jeden Fall, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie man so schön sagt. Habe ich auch mal wieder einen schönen Spruch rausgehauen, oh, ne? Ah, ich geht, Alter, 5 Euro ins Schwasen. Phrasenschwein. Was ganz, ganz wichtig ist da, ihr da draußen müsst uns fragen. Nein! Ja, was Philipp jetzt sagen wollte, war, ihr da draußen müsst natürlich uns Themen schreiben. Du bist gerade weg, Philipp Meister. Das Gespräch war gerade aufgelegt. Ah, okay. Ja, ich habe gerade deinen Text eigentlich schon vervollständigt. Was Philipp eigentlich sagen wollte, ist, dass ihr natürlich uns Themen schreiben müsst, weil sonst können wir diese Serie nicht am Leben halten. Josen, das stimmt. Wir sind auch schon wieder am Ende unseres kleinen Videos angekommen. Ich bedanke mich, dass ihr reingeschaut habt und lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen und sag schon mal Servus. Tschaußen.